Vermisst eigentlich noch jemand futuristische Rennspiele wie Wipeout oder F-Zero? Vor allem F-Zero, ich meine, das letzte Mal, als wir F-Zero auf eine Nintendo-Konsole bekamen, ist fast 18 Jahre her. Und auch die Wipeout-Serie macht sich seit Jahren rar auf PlayStation-Systemen. Das letzte Wipeout kam in Form der Wipeout Omega Collection auf den Markt, was aber auch schon eine ganze Weile her ist. Zumindest bringen nun R8 Games mit Pacer ein wenig Bewegung ins Genre, denn das Spiel erscheint heute endlich auch auf den aktuellen Xbox-Konsolen. Ich durfte mir Pacer für euch anschauen und verrate euch in diesem Video, warum vor allem Fans von Wipeout einen Blick riskieren sollten. Eins vorweg, Pacer erschien bereits Ende letzten Jahres auf Steam und PlayStation 4, nur die Xbox One-Fassung ließ noch ein wenig auf sich warten. Und genau diese durfte ich mir nun gute zwei Wochen vor dem offiziellen Release anschauen. Gespielt habe ich auf meiner Xbox Series X. Im Grunde ist Pacer ein Future Racer, wie er im Buche steht, erinnert aber deutlich weniger an F-Zero und deutlich mehr an Wipeout. Das fängt beim Design der Gleiter an, geht über die verschiedenen Waffen und hört beim Handling der Boliden auf. Wer Wipeout gerne gespielt hat, sollte sich sofort in Pacer wohlfühlen. Mit Höchstgeschwindigkeit rast man über futuristische und dabei sehr hübsch gemachte Kurse, tritt dabei gegen 9 weitere Kontrahenten an und versucht, sich dieser mit Waffengewalt zu erwehren. Die Waffen, sowohl offensiv als auch defensiv, dürfen in Form von Symbolen auf der Strecke eingesammelt werden. Zudem liegen Items herum, die eure Schildenergie wiederherstellen, denn wie bei den Klassikern gilt auch bei Pacer, wer zu viel Schaden nimmt, läuft Gefahr, in Flammen aufzugehen, was wertvolle Zeit kostet. Die KI in Pacer ist übrigens sehr aggressiv, was dem Spiel einen knackigen Schwierigkeitsgrad verleiht. Gepaart mit der rasanten Geschwindigkeit, die schon in der ersten der drei Rennklassen flotter ist als bei Wipeout, steht man bereits anfangs vor einer ordentlichen Herausforderung. Oftmals hilft da nur noch das Wiederholen der Kurse, bis man diese verinnerlicht hat und so der Konkurrenz davonzieht, was euch natürlich Geduld abverlangt. Es gibt 14 Strecken im Spiel, die insgesamt alle sehr gut designt sind und dazu fantastisch aussehen. Überhaupt gestaltet sich die Grafik deutlich besser, als ich anfangs vom Spiel erwartet habe. Ich meine, wir haben es hier nicht mit einem AAA-Titel zu tun, aber optisch wirkt Pacer genau so. Auf die Ohren gibt es genretypische Elektro-Tracks, die mich aber ein wenig an das gute alte Extreme G erinnert haben. Pacer setzt stark auf den Online-Fokus. Zu 10 darf man in unterschiedlichen Spielmodi antreten und herausfinden, wer der bessere Fahrer ist. Glücklicherweise stehen aber auch alle Spielmodi im Singleplayer ebenfalls zur Verfügung. Hier gibt es auch einen Karrieremodus, der euch mit den Strecken vertraut macht und wo man auch am meisten Credits erspielen kann. Diese braucht man bei Pacer nämlich, um Strecken, Skins oder Waffenaufsätze freizuspielen. Die 5 Gleiter, die leider in einer sehr überschaubaren Anzahl daherkommen, lassen sich nämlich auf eigenen Wunsch anpassen, was sowohl das Aussehen als auch die Ausstattung angeht. Und das verleiht dem Spiel eine schöne individuelle Note, mit der ihr euch vor allem im Online-Bereich von anderen abheben könnt. Im Grunde klingt Pacer also nach einem echt guten Racer, richtig? Und auch wenn es durchaus so ist, halten das Spiel einige Einschränkungen zurück, was letztendlich auch bei mir den Spielspaß gekostet hat. So sind 5 Gleiter leider wirklich wenig, was dauerhaft an der Motivation kratzt. Auch die Streckenanzahl ist mit nur 14 Kursen überschaubar und dass 11 davon erst freigespielt werden müssen, macht die Sache nicht besser. Und hey, ich habe nichts gegen Freispielen von Dingen in Spielen, aber die Preise für Strecken sind so hoch, dass man die 3 anfangs zur Verfügung stehenden Kurse so oft spielen und wiederholen muss, dass irgendwann die Puste ausgehen könnte, vor allem wenn man den hohen Schwierigkeitsgrad dazu nimmt. Zumindest bringen die verschiedenen Spielmodi Abwechslung. Hier gibt es neben dem schnellen Rennen auch Eliminator-Rennen, Zeitrennen oder Zerstörungsrennen, in denen es darum geht, die Konkurrenz mit Waffengewalt auszuschalten. Ziemlich cool ist auch der Modus Storm, wo ihr im Auge eines Sturms bleiben müsst, um zu überleben. Leider stellen diese Modi in den ersten Stunden die einzige Abwechslung dar und ich weiß nicht, ob viele Spieler so lange durchhalten, bis sie genug Credits für neue Strecken, Waffen etc. zusammengesammelt haben. Mit einem schnelleren Pacing im Spielfortschritt und Schwierigkeitsgrad wäre Pacer ein deutlich besseres Spiel geworden, was aber nicht bedeutet, dass das Endprodukt schlecht ist. Nein, im Gegenteil, Pacer ist ein toller arcadiger Future Racer, den ich schon als geistigen Wipeout-Nachfolger betiteln möchte, mit dem vor allem Fans der Wipeout-Games ihren Spaß haben werden. Man braucht halt nur Geduld und starke Nerven, um den Spielspaß in den ersten Stunden nicht allzu schnell zu verlieren. Für 39,99 € ist Pacer ab sofort im Xbox Store zu haben und definitiv einen Blick wert.
Wie steht ihr zum Genre der Future Racer? Vermisst ihr Spiele wie F-Zero, Wipeout oder Extreme G auch so? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und hey, vielleicht habt ihr Pacer ja bereits auf PC oder auf der PS4 gespielt, dann auch gerne eure Meinung zum Spiel unter das Video posten und wir quatschen da ein bisschen drüber. Für den Moment bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Adios, euer Andi.